Deutschlands nächster Superstar? Deutschlands Nummer 10 schon heute. Daphina Redzepi, Ballstreichlerin, Ausnahmetalent aus Heilbronn. Der Ball ist ihr Freund, Technik, die begeistert. Beim DFB nur unter Mädels, bei der TSG nur unter Jungs. Zwei Seiten, ein Mädchen, kein Problem. Bei den Jungs ist es halt immer ein bisschen härter, weil es halt Jungs sind. Aber bei den Mädels ist es auch richtig cool und halt auch gutes Niveau. Ende Oktober in Büsingen, einer deutschen Enklave an der Schweizer Grenze. Länderspiel auf dem Land. Deutschland gegen die Schweiz. Neben Schulklassen schauen einige ehrgeizige Eltern ganz genau hin. Daphina, die Kapitänin der U15-Juniorinnen und Chefin auf dem Platz. Länderspiele sind für sie eine große Ehre. Jedes Spiel war für mich eigentlich ein Erlebnis, weil es ja nicht so selbstverständlich ist, dass man halt für die Nationalmannschaft spielen kann. Und ja, ich fand jedes Spiel ein Highlight, aber so das meiste fand ich so das erste direkt gegen Schweiz im Dreierpack. Die Schweiz, auch diesmal ein guter Gegner. Im 8. Länderspiel trifft Daphina zum 9. Mal herausragend. Deutschland gewinnt mit 3:2. Die 14-Jährige überzeugt nicht nur durch Technik oder Übersicht, sondern besticht auch durch ihren Charakter. Es ist schon eine außergewöhnliche Fußballerin, das kann man, glaube ich, sehen, dass sie eine sehr, sehr gute Technik hat, mit einer sehr guten Schusstechnik auch verbunden. Und auch nicht die Verantwortung scheut, hier dieses Team zu führen. Und das nimmt sie an und sie ist von ihrer Person halt auch ein Typ, der das gerne macht, also der auch sehr offen ist. Mit Daphi ist es auch immer lustig, sie ist total locker, cool, kann immer mit ihr Scherze machen und es macht einfach Spaß mit ihr. Spot an. Auf der anderen Seite bei Hoffenheim, bei den Jungs Daphina eine Exotin. Doch die Heilbronnerin fühlt sich sichtlich wohl. Körperlich und athletisch wird's langsam eng, mit den Jungs mitzuhalten. Mit der Kugel am Fuß lässt Daphina aber weiterhin den ein oder anderen Teenie ganz alt aussehen. Mittendrin statt Mitläuferin. Technisch macht sie den Jungs auch noch was vor. Also es ist nicht so, dass sie hinterher hinken würde, sondern gerade da ist ihre Stärke auch. Kann super Freistöße schießen. Jungs hat Daphina schon früh um den Fuß gewickelt. Talent, das auch heute noch gefördert wird. Individualtraining bei der TSG im futuristischen Futbonauten. Fußball ist heute auch Wissenschaft. Hier werden Auge, Antizipation und Handlungsschnelligkeit trainiert. Oft mit dabei Mutter Mirvete und Schwesterchen Eliessa, die Prioritäten im Elternhaus klar definiert. Das ist wichtig, Schule für uns, erster Punkt. Und der nächste Gesundheit und weiter so machen im Fußball. So stark zu bleiben. Stark ist Daphina mittlerweile auch im Geschäft als Botschafterin eines großen Sportartikelherstellers. Organisiert hat das Ganze ihr Berater. Manager, Werbedrehs, Vermarktung mit erst 14. Bleibt man da auf dem Boden? Mit Beratern muss jeder leben, glaube ich. Und ich glaube, da sind die Eltern der maßgebende Faktor. Und wenn die gut aufgeklärt sind in der Beziehung. Es geht eigentlich, sie behutsam aufzubauen, dass sie irgendwann da oben auch ankommt und als Leistungsträger bei den Frauen auftaucht. Große Ziele, kleine Schritte. Ich finde einfach, dass ich mich halt auch von Jahr zu Jahr und von einfach sehr entwickelt habe, vom Körperlichen und auch vom Spielerischen her. Und ja, das ist jetzt gut. Daphina Redzepi, vielleicht der DFB-Star von morgen. Aktuell lässt sie es aber auf beiden Seiten krachen. Bei den Mädels und bei den Jungs.